Und ein wunderschöner, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kanal im Mikrofon. Ich wollte das Ding mal ölen. Ja, probiert, wenn ich das Ding öle, dann stellt ihr immer nach oben betten. Weil denn die Reibung nicht mehr da ist, die Federn entgegenhalten. Oh, da muss ich, oh, da will ich langfahren. Kansas. Ach, der Berg, da sind wir schon mal vorbeigefahren, ne? Ich glaube. Ready to roll. Oh komm, wenn wir schon mal hier sind, können wir gleich tanken. Ist zwar nicht viel, aber hey. Besser Vorsicht als Nachsicht. So, wenn wir getankt haben, können wir wieder Strom fürs Radio verbrauchen. Turn right. Alter! Der blaue Bügel da gerade, der war ja sehr nah. Hat ja noch niemand gesagt, dass man vor der Kurve bremst und nicht in der Kurve? Sehr gefährlich. Aber wenn du selber als LKW beschleunigst und ja, halt ne, die Zentrifugalkräfte, also die Fliehkräfte, halt den Hänger nach außen ziehen und du selbst als LKW beschleunigst, dann ziehst du den ja vorne quasi wieder in die Spur rein. Also du ziehst ihn quasi wieder rein. Wenn er aber bremst, dann unterstützt du, also dann will der Auflieger noch mehr nach außen ausweichen. Ergo, wenn du so schon fast umfällst und dann auch noch bremst, war es das in der Regel. Entweder rutschst du komplett weg oder fliegst um. Wow. Schöne Lackierung von dem Auto.
Hat schon was. Oh. Wollmäuse. Ui. Das war sehr dumm, weil ich gerade überhaupt nichts sehe da vorne. Aber hey. Was das Auto vor mir kann, kann ich schon lange. Diese Schilder, cool. Wieso wurde bei mir keine Geschwindigkeit angezeigt? Das ist Betrug. Ich will meine Geschwindigkeit zurück. Ja, man sieht hier echt viel. Diese Stoppschilder immer.
Hat aber viele Heizluftballons. Eieiei. Das Ding ist die Klimawandel, weil es so viele Heißluftballons gibt. Und da Heißluftballon in der Fabrik gemacht werden, also von Maschinen, heißt es erst nicht Menschen gemacht. Und damit haben alle Verführungstheoretiker recht. Ich wusste es. Ach, ist wieder der LKW, wo ich mich selbst nicht sehe. Magic. Arme Ghost. Man sieht mich nicht. Mein LKW ist aus Glas. Das ist so creepy. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Stell dir mal vor, es ne, so im Echten. Stell dir mal vor, ihr würdet so auf einer Landstraße langfahren und guckt in eine reflektierende Fläche rein. Merkt es erst gar nicht und dann so, wenn ihr gerade so in den Spiegel guckt und so die Landschaft beobachtet, fällt euch eigentlich gerade erst auf. Verdammt, wo bin ich eigentlich? Und dann. Digga, da würde mir so ein Schauer den Rücken runterlaufen. Das wäre Next Level, Alter, ganz ehrlich. Also. Oh, ist ja ein Bombe auf der Straße. Armer Nackholm. Wie kommt denn der da hin? Also Grasbüschel, okay, aber das war ja schon. Das war ja schon ein halber Urwald. Weißt du, die ganzen Leute, die im Urwald anfangen, irgendwelche Bäume abzuhacken. Sollte man einfach mal auf der Autobahn von Amerika rumfahren, da haben sie genug Holz, was sie abhacken können. Oh, da vorne ist schon Log. America, fuck yeah.
straight on. Ernsthaft, Alpha Wand? Natürlich hängt der mit hinten genug genau am Arsch.
Affe. So. Das war's mit der Folge gewesen sein, und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dann.